Immer wenn du eine Karte ziehst, legt ein Gegner deiner Wahl die obersten Damas wieder. Hallihallo, hallo, willkommen zurück. Jetzt mal wieder weg zu Magic Duels. Und wir machen weiter mit dem Story-Modus. 680 Punkte kriegen wir jede Woche immer neue. Ich habe keine Ahnung. Jace und Nummer 2. Eine Sphinx namens Alhamred kommt zu dir, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hat. Alhamred ist ein Gedankenmagier und ein politischer Vermittler. Du verlässt dein Zuhause, um bei ihm zu lernen, in der Hoffnung, dass er dir dabei helfen kann, deine Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Er testet häufig deinen Fortschritt. Okay. Der sieht interessant aus, ne? Gut. Hat eine Sphinx. Gut. Ah. Okay, ich bin als zweites Mal noch eine blöde Hand. Nachdem die erste schon so blöd ist. Ja, noch mehr blau. Insel, Insel, Insel. Ist halt blöd, wenn man mit lauter Inseln beginnt und nicht weiß, was man machen soll. Wenn der Gegner erstmal schon mal was rausholt. So. Stehen, wenn man spontan zerbart, aber den nicht einsetzen kann. Boah, Teiliger. Okay, dann wissen wir schon mal, in welche Richtung das hier geht. Verteidigen. Kann es zwar machen, aber verteidigen. Also wir brauchen eher viele Einheiten. Nee, Kreaturen, so. Was ist das? Immer wenn du eine Karte ziehst, liegt ein Gegner deiner Wahl die obersten zwei Karten seiner Bibliothek in seinen Friedhof. Falls beide Karten eine Farbe gemeinsam haben und keine Länderkarte sind, wiederhole die... Boah. WTF. Boah, wir haben ja nur blau. Gut. Da war jetzt ein Land dabei, ne? Ja. War irgendwie auffällig, deshalb. Knall doch meine Karten weg.
Gut, jetzt greift er mal an. Mir bleibt da ja gar nichts anderes übrig, als einfach anzugreifen. Pur 10, ja klar. Ey, auf Karten zu ziehen. Bei mir haut er gleich alle denn so rauf, bis es passt. Ne? Wow. Da war ich ein bisschen zu lahm beim Drücken. Das ist nicht gut. Kann man hier nicht einfach... Oh, nee, das ist so. Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre das dann auch gewesen. Ja, ja. Ist sonst auch. Jetzt knallt er meine Karte weg da. Ja, dagegen kann ich ja gerade gar nichts machen. Bumm. Viele Karten haben wir ja auch nicht mehr. Er wird's ja eh verloren, so oder so. Also entweder Kartentod oder... Ja. Oder er macht uns so fertig. Zieht und zieht. Wenn noch eine zieht, haben wir eh keine Karten mehr. Na. Ja. Hier komme ich irgendwie auch nicht so schnell dazu. Und Ende. Mann, also der Gegner, das hier ist schon hart, ne? Gegen Chase. Das merkt man richtig. Vor allem erst macht er so, dass er nur Verteidiger hat. Und zum Schluss, dann knallt er uns die Karten alle weg. Und holt noch was Starkes selbst raus. Das ist ein bisschen heftig. So, machen wir jetzt so. Und ich muss hier mal so ein bisschen die Leertaste. Das ist nämlich zum Teil mal anhalten. Im Blick haben. Gut. Also wenn wir was abbrechen können, können wir ja aktuell nicht. Ja, das brauchen wir noch nicht weiter. Weil die Karte müsste man sich ein bisschen aufheben. Wir
Immer wenn du eine Karte ziehst, legt ein Gegner deiner Wahl die obersten Damas wieder. Du musst nochmal zwei Karten ziehen. Und wenn ich jetzt abbrechen gar nicht spielen können kann. Das ist noch ganz gut. Die ist ganz gut. Die brauchen wir halt noch. Veräppeln, wenn wir ein Land raushauen. Spieler deiner Wahl zieht zwei Karten. Natürlich er. So. Ich brauche hier auch mal drei Mana wenigstens, ne? Ist auch wichtig zu wissen. Irgendwo müssen wir es ja aufhalten. Boah. Jetzt übertreibt man nicht. Machen wir es jetzt ein bisschen schwächer. Da jetzt raus. Karte ziehen. Tschüss. Deine kann nicht geblockt werden. Einer fliegt. Also mal gucken. Mal, ne? So.
Weil wir haben nur noch 10, wieder 10 Karten. 6 Karten. Keine Karte mehr. Wenn wir jetzt ziehen, jetzt müssen wir gleich ziehen und haben verloren. Na toll. Also der Gegner hier ist heftig. Komm, einmal probieren wir es noch. Sollte das jetzt auch nicht klappen, machen wir beim nächsten Mal erstmal was anderes. Also nicht Jace, sondern Planeswalker. Bis wir irgendwann zu Jace zurückkommen. Ey, diese Kartenhand. Macht mich damit noch schwach. Vor allem, dass da gleich so ein 05er Verteidiger rauskommt hier für 2. Bisschen unfair. Die Karte bringt mir gar nichts, der ist schon vorne eine 0. Ja, und hinten hat er 5. Und da erzahlt nichts. Also, das Bloodwind ist eine Karte, die ist für den Anfang, wenn er so eine 05er draußen hat, erstmal gar nichts. Weil 0 minus 2 ist immer noch, bringt nichts, 0. 5 minus 0 bringt nichts, bleibt 5. Ich weiß, Rechnung, ne? 0 minus 2 ist doch nicht 0. Aber in dem Spiel schon, in dem Falle. Ja. Weiter. Das war nur eine Insel. Mal aufbauen, was hier wieder. Ja, gut. Ich meine, er zieht sie jetzt statt später. Heißt, er hat seine Karte noch nicht. Mit der er mich nervt. Okay. Vor allem hier auch, ne? Das Karten ziehen ist wirklich auf diese, bei diesem Deck das Wichtigste. Bringt ja nichts, der verteidigt den nur, also Angriff überspringen. Der Fliegende greift ja eh an. Wenn nur 2 Schaden weniger macht oder nicht, ist in dem Fall auch egal. Machen wir mal so. Das gleiche 2-mal. Wird ja eh nur wieder geblockt.
Gut, geht wieder kein Schaden durch. Karten zieht und meine Karten vernichten. Das ist das, auf das das Ganze hier aufbaut. Wieder ein längerer Part hier. Geht ja anders hier immer nicht. Hier wird's immer viel zu lang. Fällt mir alles schon auf. Okay, die Karte ist hier noch wichtig. Einmal so. So. Okay, jetzt muss ich die Karte spielen hier. Ja. Der will mich doch veräppeln. Ja. Also, wirklich. Hallo, Juan. Weil ich ja gleich wieder ziehen muss und er greift jetzt erstmal an. Problem sind einfach nur die Karten dann, weil die viel zu schnell weg sind. Naja, gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Trotzdem könnt ihr natürlich den Kanal gerne abonnieren. Immer noch Tipps und Tricks geben. Wichtig ist nur dabei, dass ich mir die Kanäle an Videos angucke, weil ich habe einfach nicht so viel Zeit, mir da Videos anzugucken. Wollte ich nur mal nochmal so sagen. Ja, so. Gut. Aber sonst machen wir einfach mit einem anderen Planeswalker weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.